Willkommen zum heutigen Video und bitte nehmt euch jetzt die Sekunde Zeit, um ein Like dazulassen. Das ist eine großartige Unterstützung und ein Signal, dass hier etwas von Wert zu finden ist. Als ich schließlich meinen Lebenswillen aufgab, fiel es mir nach meiner langen Krankheit und dem Verlust von allem, was das Leben für mich lebenswert gemacht hatte, ungemein leicht, mein Leben dem Tod zu überlassen. Die Entscheidung, diese Welt zu verlassen, hing in einem langen Moment der absoluten Ruhe in der Schwebe. Und leidenschaftslos sah ich zu, wie mein Geist meinen Körper verließ, während mich ein Gefühl des Andersseins überkam. Ich fühlte eine seltsame Loslösung von meinem physischen Körper und dem Leben, das ich geschaffen hatte. Ich war nicht länger mit einer jämmerlichen, leidenden Masse aus Fleisch verbunden. Ich war nicht mehr dieser Körper. Und doch existierte ich weiter, aber in einem neuen Zustand. Der große Schmerz, der mich jeden Morgen begleitet hatte, er war verschwunden. Die Anstrengung, meine Lungen auszudehnen, um nach Luft zu schnappen, war verschwunden. Die Müdigkeit, die mein Leben jahrelang belastet hatte, sie war verschwunden. Depressionen raubten mir nicht länger die Hoffnung. Der Anblick und die Geräusche versenkten meinen Kopf nicht mehr mit Schmerzen und ließen mich emotional beraubt zurück. Und doch existierte ich immer noch. Ich fühlte mich schwerelos und ruhig. Obwohl ich wusste, dass ich nicht in dem leblosen Körper war, der auf meinem Bett lag, und dass die Augen und das Gehirn, die ich zuvor noch als meine identifiziert hatte, sich in dem leblosen Objekt befanden, dem Objekt, mit dem ich mich nicht mehr identifizierte, war ich mir immer noch meiner Sicht, meiner Gedanken und meiner Empfindungen bewusst. Ich beobachtete meine neue Realität mit Gelassenheit. Langsam sah ich mich um und erblickte unter mir eine riesige, endlose Schwärze. Wie eine Leere oder ein schwarzes Loch wurde ich unwiderstehlich von der Dunkelheit angezogen. Allmählich spürte ich, wie ich dorthin sank. Ich dachte, ohne Angst oder irgendeine emotionale Reaktion, ist das nicht seltsam? Ich hatte solche Angst, dass ich verurteilt und entweder in den Himmel oder in die Hölle geschickt werden würde. Aber es schien, als würde ich einfach im Dunklen nichts verschwinden. Als auch mein neues Bewusstsein schwächer wurde, gab ich der Schwere nach, die mich überkam, als die Dunkelheit meinen Geist erfüllte. Und meine Sicht wurde getrübt, als ich begann, mit der Schwärze zu verschmelzen. Ohne mich zu wehren, ließ ich die letzten Reste meines Bewusstseins und meiner persönlichen Identität los. In dem Moment, in dem ich spürte, wie der letzte Rest von mir im Nichts verschwand, wurde ich plötzlich von einer mächtigen, energiegeladenen Kraft umgeworfen. Einer Kraft, die mich in die Höhe trug. Kaum bei Bewusstsein nahm ich nur das Gefühl wahr, aufzusteigen. Ich schien, mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit nach oben zu fliegen, und ein reiner Windhauch strich mit ungeheurer Kraft über mein Gesicht und meinen Körper, und doch fühlte ich mich nicht unwohl. Weite Entfernungen schienen an mir vorbeizufliegen, und je höher ich stieg, desto klarer wurde mein Kopf. Ich wurde mir eines tiefen Gefühls von Frieden und Wärme bewusst, eines Gefühls, das meine Sinne durchdrang. Und verwirrt, weil die Energie, die mich umhüllte, eine eindeutige Präsenz hatte, versuchte ich zu erkennen, was geschah und wer mich trug. Wer oder was sorgte sich so sehr um mich? Ich fühlte mich friedlich und unermesslich geliebt. Ich wusste, dass ich in den Armen eines Wesens lag, das mich mit
vollkommener Liebe umsorgt und mich aus der dunklen Leere in eine neue Wirklichkeit getragen hatte. Als ich meinen Geist klärte und von den Überresten sterblicher, vergangener Assoziationen befreite, war ich endlich in der Lage, mein Wesen vollständig für den Geist zu öffnen und meine Sicht, sie wurde klar. Mit den Augen meines Seelenkörpers schaute ich nach dem, was mich in solcher Liebe hielt. Und ich erblickte ein strahlendes Geistwesen, das so herrlich und voller Liebe war, dass ich wusste, dass ich nie wieder ein Gefühl des Verlusts haben würde. Ich kann unmöglich erklären, wie, aber ich wusste, dass das der Geist Christus war. Es war kein Glaube, keine Wahrnehmung oder ein Verständnis, sondern mein Erkennen von Christus kam aus der neuen Perspektive meines Geistes. Ich sah den Geist nicht so, wie ich Jesus von Nazareth auf Gemälden gesehen hatte, aber das angeborene Wissen meines Herzens erinnerte sich an Christus und erkannte ihn an. Dieser strahlende Geist war Christus, die Manifestation und der Ausdruck der reinen Liebe. Aufgrund meiner christlichen Erziehung wusste ich keinen anderen Namen für das, was ich fühlte, als ich ihn ansah. Andere hätten ihn vielleicht Buddha, Jahwe oder großer Geist im Himmel genannt, aber die Namensgebung war nicht wichtig. Wichtig war nur die Anerkennung der absoluten Liebe und Wahrheit. Geborgen in der sanften und auch mächtigen Umarmung seiner Liebe ruhte ich mich aus und war sicher, dass alles in Ordnung war, genauso wie es sein sollte. Als ich immer weiter aufstieg, hob ich meine Augen und sah ein großes Licht in der Ferne. Mit Christus als meinem Führer näherte ich mich schnell dem Licht. Ekstase erfüllte meine Seele, als ich das Licht sah, das um ein Vielfaches heller war als eine Sonne. Das Licht war überall und alles. Es war das Hellste, das ich je gesehen hatte und unbeschreiblich strahlend. Es war hell genug, um mich zu blenden oder zu verbrennen, aber ich wurde nicht verletzt. Das Licht bewegte sich über und durch mich, wusch jede verborgene Stelle meines Herzens, entfernte alle Schmerzen und Ängste und verwandelte mein ganzes Wesen in ein Lied der Freude. Ich hatte gedacht, die Liebe, die ich von Christus empfand, sei vollständig, doch das Licht, zu dem wir aufstiegen, war die Erfüllung meiner Suche, die liebende Quelle von allem, was existiert, der Gott der Wahrheit und der bedingungslosen Liebe, der Ursprung der Schöpfung. Mein Verständnis von Liebe wurde für immer verändert. Die Majestät und Herrlichkeit dieser Vision war ein unbeschreiblicher Moment, der für immer die Richtung meiner neuen Wahrheit bestimmte. Ich war zu Hause und wollte nichts mehr, als im Licht Gottes zu bleiben. Christus hatte mich ins Licht gebracht und ich stand in der Gegenwart Gottes. Ich war von vollkommenem Wissen erfüllt. Das Licht war die Liebe und die Liebe war Gott. Wellen vollendeter Liebe, die vom Licht ausgingen, löschten jede Last aus, die ich mit mir herumtrug, und jeden Gedanken, der mich davon abhielt, Gott zu erkennen. Ich wurde mir meiner Reinheit bewusst und mit neuer Klarheit erkannte ich, dass ich wie ein Gespenst durch das Leben gegangen war, eingehüllt in ein Leichentuch aus Angst, zusammengekauert gegen Illusionen. Und ich stand da wie ein Liebender, offen für den Fluss des goldenen Lichts, der meine leere Hülle bis zum Überlaufen füllte. Und die Ausströmung kannte keine Grenzen, als ich mir der unendlichen Natur von Gottes Liebe bewusst wurde. Es gab keinen Ort, an dem Gott nicht existierte, und ich war in Gott. Ich bin ein untrennbarer Teil des Lichts. Die Wahrheit darüber, wer ich bin,
ja, wer wir alle sind, ist die vollkommene Liebe als eine Schöpfung Gottes. Die gesamte Schöpfung Gottes ist eine Schöpfung und ich bin eins mit der Schöpfung. Gott und ich sind eins, Schöpfer und Geschöpf. Ein Leben lang hatte ich Angst vor dem Gericht und jetzt, da ich vor Gott stand, wurde ich vollständig erkannt und für fehlerlos befunden. Ich wusste, dass Gott mich als perfekt ansah. Gott liebte mich, denn die Liebe ist die Gesamtheit Gottes. Gott liebt ohne Grenzen. Und endlich ergab alles einen Sinn. Gott konnte mich nur lieben, weil Gott nur Liebe ist, nichts anderes als Liebe. Die einzige Realität ist Gott. Es kann keine andere geben und Gott ist Liebe. Ich hatte mein wahres Zuhause erreicht. Ich wandte mich an Christus und sagte, das ist wunderschön. Ich bin zu Hause. Hier will ich sein. Ich möchte bleiben. Und Christus antwortete, du kannst eine Weile bleiben, aber dann musst du zurückkehren. Ich konnte nicht glauben, dass ich in die physische Realität zurückkehren musste. Nach einem Leben voller Verwirrung und Angst stand ich in der Gegenwart eines offenen, empfänglichen, nicht urteilenden und total liebenden Gottes. Und ich wünschte mir, nichts sehnlicher, als in dieser Gegenwart zu bleiben. Aber mir wurde gesagt, dass ich zurückkehren müsse. Ein weiterer Aspekt der dramatischen Veränderung in meinem Leben nach meiner Nahtoderfahrung ist, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe. Tatsächlich wurde der Tod über Nacht zu meinem Lieblingsthema. Wo ich mir früher verboten hatte, das schreckliche Wort auch nur in den Mund zu nehmen, konnte mich meine Familie und meine Freunde jetzt nicht mehr davon abhalten, über meine erstaunliche Erfahrung zu sprechen. Nun ja, überraschenderweise war ich traurig und wütend, sogar trotzig. Ich war fassungslos, dass ich es nach einem Leben voller Angst in den Himmel geschafft hatte und dann zurückgeschickt wurde. Warum? Fragte ich. Ich fragte, war ich ein zu kleiner Fisch oder was? Fast ein Jahr lag ich oft nachts in meinem Bett, weinte, schluchzte und flehte Gott an, mich nach Hause kommen zu lassen. Ich gehörte nicht zu den glücklichen Menschen, die mit ihrer Nahtoderfahrung eine spontane Heilung ihrer Krankheit erlebten. Ich war immer noch sehr krank und verstand nicht, warum ich auf der Erde bleiben musste, wenn ich keinen Beitrag leisten konnte und kaum Kontakt zu meiner Familie oder anderen Menschen hatte. Ich ertappte mich dabei, wie ich jammerte, Fragen stellte und Gott anflehte. Bitte, 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 lass mich nach Hause kommen. Ich verhandelte mit Gott. Wenn ich hier bleiben muss, warum kannst du mich nicht heilen, damit ich etwas tun kann? Ich flehte Gott an. Wenn du mich schon nicht heilen kannst, wie wäre es dann, wenn du mich nur eine Stunde am Tag malen lässt, damit es mir gut geht? Wenn ich schon nichts tun kann, warum kann ich dann nicht irgendwie unter Menschen sein? Ich bin allein. Obwohl ich ständig Wellen der Liebe spürte, wenn ich lange genug aufhörte, mich zu beschweren und mich an meine Erfahrungen zu erinnern, bekam ich nie die Antworten auf meine Bitten. Zumindest nicht die Antworten, die ich wollte. Nach etwa einem Jahr betete ich aus tiefstem Herzen ein neues Gebet. Wieder einmal gab ich meinem Willen und meine Bemühungen, mein Leben selbst zu lenken, so vollständig auf, wie in der Nacht, als ich mein Leben aufgab und starb. Ich sagte zu Gott, mein lieber Gott, ich gebe auf. Ich weiß nicht, was für mich richtig ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wen ich sehen soll oder was ich sagen soll. Ich weiß nicht einmal, was ich denken soll. Ich bitte immer um das, was ich denke, dass es das Beste für mich wäre. Gott, ich weiß nicht, was das Beste für mich ist. Mein Leben gehört dir. Was immer du für mich willst, ist in Ordnung. Wenn ich hier in diesem Bett liege, krank und behindert, für den Rest meines Lebens, ob es nun 20 Minuten oder 20 Jahre sind,
dann ist das in Ordnung. Was auch immer passiert, ist in Ordnung. Ich weiß, dass du mich liebst. Und dann fügte ich hinzu, ich habe aber eine Bitte. Bitte, wenn ich leben soll, dann lass mich in irgendeiner Weise nützlich sein. Für dich. Eine merkwürdige Erscheinung nach meiner Nahtoderfahrung war, dass ich anfing, ein weißes Glühen und schimmernde Lichter um Menschen und Gegenstände herum zu sehen. Da ich während meiner Krankheit so viele körperliche Anomalien hatte, nahm ich an, dass die Lichter eine weitere optische Nebenwirkung der Krankheit waren. Später wurde mir gezeigt, dass die Lichter weit mehr als das waren. Als sich mein Gesundheitszustand langsam verbesserte, fuhr ich gelegentlich kurze Strecken zu Terminen. Als ich eines Tages eine belebte Straße entlang fuhr, hielt ich an einer roten Ampel an und beobachtete, wie sich vor mir eine seltsame Szene abspielte. Ein Lieferwagen hatte etwa einen halben Häuserblock weiter auf der rechten Straßenseite geparkt. Der LKW ließ sich von der Seite und nicht von hinten öffnen. Und ich beobachtete, wie der Fahrer zur Verkehrsseite seines Lastwagens ging und begann, seine Ladung auszuladen, während sich der Gegenverkehr näherte. Und in meinem Auto sagte ich laut mit meiner kleinen Südstaatenstimme, »Oh Schatz, das solltest du nicht tun, das ist gefährlich!« An diesem bemerkenswerten Tag sah ich fassungslos zu, wie sich die vertrauten, tanzenden Lichter um den Liefermann herum bewegten und sich schnell zu einer atemberaubenden, durchscheinenden, wunderschönen Frau und einem leuchtenden Geist zusammenfügten. Vielleicht lag es ja daran, dass ich einen liebevollen und besorgten Gedanken an das Wohlergehen des Zustellers geschickt hatte, weshalb der Geist seinen liebevollen Blick auf mich richtete. Einen kurzen Moment lang trafen sich unsere Augen. Sie lächelte mich an, schwebte dann über dem ahnungslosen Mann und wandte sich wieder ihrem Schützling zu, der von der himmlischen Präsenz nichts mitbekam und eifrig seiner Arbeit nachging. Ich war wie vom Donner gerührt. Ich konnte kaum atmen, weil ich befürchtete, dass die Vision mich verlassen würde und war so fasziniert, dass ich meine Augen nur ungern von der Schönheit der Szene abwenden wollte. Als sie mich von dem Geist losreißen konnte, schaute ich mir langsam die Umgebung an und überall, wo ich hinsah, hatte jede einzelne Person in meinem Blickfeld wunderschöne, liebevolle Geister, die sie begleiteten. Menschen, die lässig über den Bürgersteig gingen, wurden von Geistern begleitet. In den Autos, die nicht durch physische Barrieren behindert wurden, konnte ich das Leuchten und die Form der Wesen um die Insassen herum sehen. Ich sah Jogger, hinter denen Lichtblitze zuckten, während ihr Geist mit ihnen Schritt hielt. Wenn Menschen Gebäude betraten und verließen, folgten ihnen Lichtwesen. Der Blick vor mir war erfüllt von strahlendem, weißem Licht. Mit dem begrenzten Verständnis meines menschlichen Verstandes hatte ich Mühe, die Bedeutung dessen, was ich sah, zu begreifen. Doch ich wusste, dass die Lichter mit den einzelnen Menschen verbunden waren, fast so, als wären sie eine Erweiterung ihrer Existenz, eine Lichtverbindung zu einem höheren Aspekt ihrer selbst. Die Lichter, sie waren eine Verbindung zu den Menschen, die von dem Wesen ausstrahlten. Diese Lichter waren so hell und weitreichend, dass sie miteinander verbunden waren und eine Art Lichtgitter bildeten. Ich erinnerte mich an Berichte in Büchern über Nahtoderfahrungen, in denen Menschen auf der anderen Seite Gitter sahen, die sie nicht zu erklären wussten. Und als ich das Lichtnetz vor mir sah und den immensen Ausfluss von Liebe spürte, Liebe, die von dem Wesen ausging, erkannte ich, dass die Verbindung der Menschen zu den Lichtwesen durch Liebe erfolgte und dass die Liebe selbst durch dieses Gitter verbunden war. Die Metapher war absolut klar und ich war überwältigt von dem Wissen, dass wir alle eins sind. Ich begriff, dass unser Einssein durch die Liebe miteinander verbunden ist und dass es eine viel höhere Ebene
und ein viel höheres Kommunikationsmittel gibt, als wir normalerweise benutzen. Ein Kommunikationsmittel, zu dem wir aber Zugang haben. Diese Liebe steht jedem zur Verfügung, der bereit ist, die harte spirituelle Arbeit zu leisten, die es uns ermöglicht, unser Herz, unseren Verstand und unsere Augen für den Geist zu öffnen. Und ich erinnerte mich jetzt an die Liebe, die ich in der Gegenwart Gottes gespürt hatte und erlebte ein Gefühl der Liebe für die gesamte Existenz als eine miteinander verbundene Einheit und eine Manifestation Gottes. Immer wieder wurde mir diese eine Wahrheit vor Augen geführt. Nur Gott existiert. Gott ist alles. Alles, was ich anschaue, ist ein Abbild Gottes. Nicht die physische Fata Morgana, sondern der strahlende Glanz hinter der Maske. Das Hupen einer Hupe holte mich in mein Alltagsbewusstsein zurück. Ich schaute auf den Tacho und stellte fest, dass ich im Auto kaum vorwärts kam. Mir liefen die Tränen übers Gesicht und ich war fast blind vor Rührung. Ich fuhr an den Straßenrand, bis ich alles, was ich gesehen hatte, verarbeiten und meine Fassung wiedergewinnen konnte. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß und das Wunder dieses Ereignisses in mich aufnahm, aber ich konnte mich nicht bewegen, bis ich die spektakuläre Vision langsam auflöste und zu der vertrauten Form von Lichtern um die Körper der Menschen zurückkehrte, die ich beobachtete. Und ich zögerte zu fahren, weil ich hoffte, dass die Engel zurückkehren würden. Und ich nannte sie Engel, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Aber als ich wieder bei Sinnen war, machte ich mich auf den Heimweg. Ich hatte Angst, es meinem Mann zu sagen, aber ich fragte mich, was er denken würde. Würde er denken, ich hätte Halluzinationen, würde wieder krank werden oder vielleicht sogar den Verstand verlieren? Zu meiner großen Freude hörte er sich meine Geschichte mit offenen Ohren an. Und nachdem ich meine Geschichte erzählt hatte, fragte er, kannst du etwas um mich herum sehen? Und als ich dann tief in die Lichter um ihn herum blickte, entdeckte ich, dass wenn ich mich auf die glitzernden Lichter konzentrierte, eine Form auftauchte, die das Aussehen eines schönen Geistes hatte. Als ich ihm seinen Geistbegleiter beschrieb, war er begeistert. Durch Edwards Reaktion ermutigt, erzählte ich meine Geschichte meinen Kindern und meinen Freundinnen und sie erzählten ihren Freunden davon. Und das löste die manchmal zaghaften und skeptischen, aber immer neugierigen Nachfragen der Freunde aus. Auch sie fragten mich, ob es mir etwas ausmachen würde, ihnen zu erzählen, dass sie Wesen um sich herum haben. Würde es mir etwas ausmachen? Es war mir eine Freude, die Liebe zu teilen, die ich von den exquisiten Bewohnern einer Dimension spürte, in der die Liebe regierte. Eifrig teilte ich mit allen, die es wissen wollten, ob auch sie Engel um sich herum hatten. Schließlich verbreitete sich die Nachricht von meiner Fähigkeit, das Reich der Engel zu sehen, durch einen Zeitungsartikel, Fernsehauftritte, Vorlesungen an Hochschulen und vor allem durch Mundpropaganda. Heute widme ich meine Zeit Lesungen, Beratungen und Vorträgen. Als ich mit immer mehr Menschen sprach, erlangte ich neue Erkenntnisse. Am Anfang nannte ich das, was ich sah, Engel, weil ich kein anderes Wort hatte, um zu erklären, was ich sah. Die Wesen waren immer liebevoll, leuchtend und hatten eine überirdische Präsenz und Schönheit. Als meine Fähigkeit, Geister zu erkennen, zunahm, sah ich seltsamerweise eine andere Art von Geistern, die um die Menschen herumschwebten und meine Aufmerksamkeit erregten. Ich fühlte mich verpflichtet, genau zu beschreiben, was ich sah und nur das, was ich um die Menschen herum sah, die um ein Reading baten. Auch wenn ihre Geister nicht wie die stereotypen Engel aussahen, die sie erwarteten. Ein Beispiel. Einmal erzählte ich einer Frau von einem älteren Mann mit abstehenden Ohren, der eine kleine runde Brille trug und ein albernes Lächeln hatte, das Zähne mit Zwischenräumen zeigte. Die Frau schaute erstaunt und mit Tränen in den Augen sagte sie, »Oh mein Gott, ich erkenne ihn! Das ist mein Onkel, der ermordet wurde! Ich habe immer gefragt, ob es ihm gut geht!« Der Geist grinste und kommunizierte telepathisch mit mir.
Ich konnte seiner Nichte, die er immer noch liebte, mitteilen, dass es ihm gut ging und er die ganze Zeit mit dieser ahnungslosen Frau zusammen gewesen war. Das erste Mal, als so etwas passierte, war ich überrascht. Verwirrt und mit einem Knoten der Besorgnis in der Magengrube dachte ich, na toll, jetzt sehe ich tote Menschen. Hätte ich keine Nahtoderfahrung gehabt, hätte ich vielleicht gedacht, dass ich verrückt geworden bin. Aber ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich konnte jetzt Engel sehen und offenbar auch die Geister von Menschen, die gestorben waren. Es gibt keinen Tod, aber ich konnte von den Präsenzen aus den anderen Reichen berichten, in denen sich die Geister aufhielten, nachdem sie ihre sterbliche Existenz verlassen haben. Ich entdeckte auch, dass ich gelegentlich die Geistergestalt von Menschen sehen konnte, die auf der Erde noch am Leben sind. Meine Bedenken gegenüber dieser Fähigkeit legte ich schnell ab, als ich sah, wie glücklich und tröstlich es für die Menschen war, die ermutigenden Geschichten über die Liebe jenseits des Grabes zu hören. Nachdem der Bericht hier endet, nehmt euch noch die Sekunde Zeit, um ein Like dazulassen. Das macht wirklich einen großen Unterschied, denn es ist auch ein Signal für YouTube, dass hier etwas von Wert ist. Auch ist das eine großartige Unterstützung, wofür ich mich bedanke und ich hoffe, dass ihr wieder möglichst viel aus dem heutigen Bericht für euch mitnehmen konntet.